Wir waren wirklich alle überrascht, wie viel es an Einsendungen gegeben hat und wie kreativ die waren. Wir haben es uns nicht leicht gemacht, wir haben die Umsetzbarkeit beurteilt, den kreativen Ansatz natürlich, und haben da sehr intensiv diskutiert. Wir haben es auch lustig gehabt und sind dann zu einem Ergebnis gekommen und haben 3 Einreichungen ausgewählt. Die Veranstaltung selbst, glaube ich, ist gut angekommen. Wir haben 2 Welten gesehen. Die jungen Kreativen und uns jetzt so mit Anzug und Krawatte. Und es hat hier eine gute Vermischung gegeben. Also von Beginn weg, vom Start weg bis zum Schluss kann man nur sagen, die Night of the Light war eine gelungene Aktion, ein gelungenes Event mit einer guten Zielsetzung. Energie ist einfach wichtig, bestimmt unsere Lebensqualität. Ohne Wärme und ohne Licht geht gar nichts. Und man sollte hier das Commodity, Elektrizität oder Wärme, einfach aufladen und das einmal untersuchen und einfach einmal sehen, probieren, wie kreative Menschen mit dem Thema Energie umgehen wollen. Ja, der Siegerfilm war sehr interessant, geht schon fast ein bisschen in die kommerzielle Richtung, aber insgesamt der Zugang zu echter erneuerbarer Energie war perfekt und die Umsetzung natürlich auch. Durch Schreien Energie verlieren oder gewinnen, mit einer lustigen Umsetzung, wie sie passiert ist, soll man einfach zulassen als Unternehmen, das sehr nach klaren Linien agiert, sollte man auch etwas zulassen, was in Wahrheit nicht funktioniert, durch Schreien Energie erzeugen. Man kann sich durch Schreien keinen Spiegelei braten zum Beispiel. Komplett anders. Das hat mich auch besonders angesprochen, weil ich auch gerne in der Natur bin. Und die Umsetzung ist sehr außergewöhnlich gewesen, einfach in der Kameraführung. Und die Verbindung Stadt und Natur und das Zeigen der lebenswerten Stadt Wien und der Zugang, dass wir sehr viel für die Umwelt tun, das dürften sich die Filmemacher sehr gut angeschaut haben, das alles kommt rüber. Der Bogen und die Bandbreite der Einreichungen soll möglichst groß sein. Das geht vom Werbefilm über Animation, über Zeichentrickfilme, über alles Mögliche, was den Kreativen durch den Kopf geht, soll eingereicht werden. Wir wollen freidenkende Filmemacher haben, die ihre Ideen zur Energie in vielfältigster Weise umsetzen.